Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und für die, die zum ersten Mal hier sind, ich bin Becky und ich studiere an der Universität Heidelberg Molekulare Biotechnologie im Master. Ich erzähle auf dem Kanal viel über Lernen und vor allem auch Studium, aber ich weiß, dass viele meiner Viewer tatsächlich noch nicht so weit sind und vielleicht gerade Abitur schreiben oder in der Phase sind zu entscheiden, was sie nach dem Abitur machen möchten. Deswegen wollte ich diese Woche eine kleine Reihe über das Abitur selbst machen und mal alle Fächer beleuchten, die ich im Abitur hatte. Das sind Mathe, Deutsch, Englisch und Bio. Heute fangen wir an mit dem Fach Deutsch und ich muss an dieser Stelle mich bei jemandem bedanken und zwar wir bedanken uns alle bei Delia, eine Kollegin von mir aus der Nachhilfeschule, die ich schon sehr lange kenne. Deutsch war nicht mein allerstärkstes Fach und deswegen hätte ich euch nicht viel mehr sagen können, außer lest die Lektürehilfe. Also habe ich bei Delia, die eine Expertin für Deutsch und Fremdsprachen ist, nachgefragt, was sie an Tipps geben würde, damit ich euch ein paar Tipps für das Deutschabitur geben kann. Zunächst sprechen wir erstmal allgemein über Sprachen, das heißt sprachliche Abitursachen. Das heißt, das, was ich jetzt erzähle, gilt grundsätzlich auch für Englisch, Französisch und alle anderen Sprachen, die ihr haben könnt. Zuallererst ist es vielleicht wichtig, alte Arbeiten anzusehen oder seinen Lehrer zu fragen, was man besser hätte machen können, um ein bisschen erfassen zu können, was seine Schwächen sind. Ob die vielleicht in den strukturellen Sachen sind oder ob man Sachen einfach besser formulieren könnte. Danach ist es super wichtig, die Aufgabentypen, die es gibt, zu erfassen. Das bedeutet, am besten macht ihr euch ein Überblicksblatt über die unterschiedlichen Aufgabentypen, die drankommen können im Abitur. In Deutsch sind das ja ganz oft die Lektüre, Interpretationen, Gedichtsinterpretationen oder Erörterungen, also alle unterschiedlichen Aufgabentypen einmal aufschreiben und darüber nachdenken, was vielleicht für einen das Beste ist. Da Deutsch und auch andere Fremdsprachen keine Fächer sind, wo man großartig etwas auswendig lernen kann und es eher darum geht, Sachen kritisch zu beleuchten, zu hinterfragen oder aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, ist es ganz wichtig, auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen und viel über die Themen und ihren Kontext zu lesen. Das bedeutet, dass Lerngruppen sinnvoll sind und es auch grundsätzlich sehr sinnvoll ist, Lehrer anzusprechen über die Themen und sich zusätzliche Materialien ranzuziehen. Eine Sache, die ich nicht gemacht habe, aber die Delia sehr empfohlen hat, war, dass man bestimmte Mindmaps zu Themenfeldern macht. Das bedeutet, man macht ein großes Mindmap zu der Art von Aufgabe, die man machen möchte und dann die Themenfelder einzeln absteckt, zum Beispiel Charaktere, Konflikte und dann eben nachschaut, was weiß ich eigentlich über dieses Thema, speziell zu dieser Interpretation oder zu diesem Buch. Und so könnt ihr gut erfassen, wo überhaupt noch Lücken sind und es ist auch eine gute Wiederholung für euch, um auch einfach auf das Abitur zu lernen. Was ganz wichtig ist und das auch in den anderen Fächern super wichtig ist, ist Altklausuren zu sammeln. Am besten, ihr versucht alte Abiturklausuren zu bekommen. In Baden-Württemberg kann man sie einfach mit den Starkbüchern erwerben. Ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern so ist. Und manchmal geben sie auch Lehrer aus und ihr könnt sie dann so zum Üben verwenden. Das sind sehr wertvolle Materialien und könnt ihr verwenden, um auch so richtige Probeabiturs mal zu schreiben. Zeitplanmäßig solltet ihr bis zur Woche vorm Abitur eigentlich alle Wissenssachen versuchen, soweit zu erfassen und den großen Überblick über die Sachen zu bekommen, sodass ihr in der Woche vorm Abitur eure letzten Fragen nochmal klären könnt, die mit Freunden besprechen könnt, mit Lehrern besprechen könnt und auch nochmal ein richtiges Probeabitur vor dem eigentlichen Abi zu schreiben. Dann kommen wir erstmal zu den Tipps, die jetzt eher spezifisch für Deutsch sind, vielleicht aber auch eher für Englisch, zumindest wenn es um die Lektüre-Sachen geht. Bevor ihr überhaupt irgendeine Art von Aufgaben raussucht in Deutsch oder in Englisch, solltet ihr euch damit befassen, wie ein Text grundsätzlich aufgebaut sein sollte. Also auf Einführung und Hauptteil und Ausklang und so weiter. Ich weiß nicht mehr, wie das alles heißt. Aber ihr solltet euch damit beschäftigen, wie ein Text grundsätzlich aufgebaut werden sollte. Wir sprechen jetzt als nächstes über die Lektüre, das heißt die Interpretation einer bestimmten Lektüre. Die Bücher, die ihr in der Kursstufe liest und die letztendlich auch im Trabi drankommen, sind ja meistens Klassiker oder Bücher, zu denen es sehr viel zu sagen gibt. Das heißt, es ist wirklich sehr sinnvoll, die Bücher gut zu lesen und vor allem auch Lektürehilfen dazu zu lesen. Da Klassiker ja meistens wirklich sehr viel Materialien habt, gibt es wahrscheinlich Unmengen an Lektürehilfen, die ihr finden könnt. Delia empfiehlt die von Klett, die kann ich tatsächlich auch empfehlen. Die habe ich damals zum Lernen benutzt und ich fand die Lektürehilfen super gut, weil sie einfach sehr klar strukturiert waren, inhaltlich sehr gut, aber trotzdem extrem verständlich für Leute, die literarisch nicht so begabt sind wie ich. Es ist wichtig auch zu beleuchten, in welcher Zeit und in welchem geschichtlichen und vor allem gesellschaftlichen Kontext ein Buch geschrieben wurde. Meistens sagen sie nämlich irgendwas über diese Gesellschaft oder diese Epoche, in der sie geschrieben wurden, aus. Weiterhin ist es auch wichtig, über die einzelnen Aspekte des Buches einen Überblick zu haben. Da kommt auch wieder die Mindmap ins Spiel. Ihr solltet Überblicke über unterschiedliche Themen haben, beispielsweise Charaktere, Beziehungen zwischen den Charakteren, Konflikte zwischen den Charakteren, Hintergrund gesellschaftlich oder geschichtlich, die Kontroversen, die aus diesem Buch entstanden sind. Das heißt, ihr könnt euch eine große Mindmap erschaffen mit unterschiedlichen Themenbereichen und dann mal sehen,
sehen, okay, was weiß ich zu den einzelnen Sachen? Kann ich zu jedem einzelnen dieser Sachen etwas sagen oder nicht? Und diese Lücken dann versuchen zu füllen. Vor allem, weil das Klassiker sind und es meistens extrem viele Materialien zu den einzelnen Büchern gibt, ist es sehr sinnvoll, mit so einer Mindmap zu beginnen, damit ihr nicht versucht, alle Lektürehilfen oder alle Materialien, die ihr online finden könnt, durchzulesen, sondern tatsächlich strukturiert vorzugehen und zu sagen, ich muss jetzt noch was über die einzelnen Charaktere lernen oder ich muss jetzt noch was über den Konflikt zwischen diesen beiden Charakteren kennenlernen. Das heißt, geht strukturiert bei eurer Materialsammlung vor, statt dass ihr versucht, einfach alles zu lesen, was da draußen zu finden ist. Auch ganz wichtig, und das ist auch für alle Fächer super wichtig, ist, dass ihr bei Unverständnis auf jeden Fall nachfragen solltet. Ihr habt eigentlich nur vor dem Abitur noch die Möglichkeit, nochmal mit eurem Lehrer zu sprechen, nochmal mit euren Mitschülern über die Themen zu sprechen, und vor allem sprachlich sind manche dieser Bücher echt schwierig, weil sie einfach super alt sind oder in einer anderen Zeit geschrieben wurden. Ich weiß, dass wir zum Beispiel Kohlhaas gelesen haben und ich habe Kohlhaas von vorne bis hinten nicht verstanden. Ich habe es irgendwie gelesen, aber ich habe es einfach nicht verstehen können. Ich habe mich aber damit auseinandergesetzt, wie das Buch geschrieben wurde, wie das strukturiert ist, und habe dann bei den allerwichtigsten Dingen meinen Lehrer gefragt, damit er mir die Sachen erklären kann. Manchmal ist es einfach so, dass die Sachen sehr schwer verständlich sind und das ist nicht schlimm. Fragt einfach bei euren Lehrern oder euren Mitschülern nach und holt euch die Hilfe, die ihr braucht. Als nächstes sprechen wir über die Gedichtinterpretation, und da ist natürlich das Allerwichtigste, dass ihr alle Stilmittelbezeichnungen grundsätzlich gut wiederholt und auch wirklich sicher anwenden könnt. Und ich könnte das zum Beispiel nie und hätte deswegen auch niemals die Gedichtinterpretation gewählt. Es ist ja angegeben, in welcher Epoche oder aus welcher Epoche diese Gedichtinterpretation kommt. Googelt also mal die Epoche, versucht rauszufinden, was das für eine Zeit war, was die Leitmotive dieser Zeit waren, und googelt auch mal die gängigsten, bekanntesten Gedichte aus dieser Zeit und lest Interpretationen dazu. So bekommt ihr vielleicht auch ein Gefühl dafür, wie die Gedichte in dieser Zeit erfasst wurden und wie sie auch in ihrem gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontext eingeordnet werden können. Da Gedichtsinterpretationen meistens ein bisschen konfus sind und so ihre eigene Sprache haben, hat Delia eine ganz tolle Vorgehensweise empfohlen. Und zwar sollte man beim Lesen des Gedichts nicht die Panik bekommen und denken, oh mein Gott, ich werde es niemals verstehen, sondern sehr strukturiert vorgehen und einsehen, dass es vielleicht nicht im allerersten Moment ersichtlich ist. Bevor ihr das Gedicht überhaupt anfängt zu lesen, solltet ihr euch die Form des Gedichts ansehen und schauen, ob irgendwelche Auffälligkeiten da sind, und diese sofort notieren. Delia empfiehlt, das Gedicht dreimal richtig gut durchzulesen und bei der ersten Lesung die ersten Gedanken, die überhaupt in den Kopf kommen, zu notieren. Meistens ist es nämlich gewollt, dass bestimmte Gedanken aufkommen, das heißt, ihr könnt die notieren. Auch solltet ihr Stellen notieren, an denen ihr so ein bisschen hängen bleibt, also wo irgendwas vielleicht unverständlich ist, unlogisch ist oder ein bisschen komisch oder anders beschrieben als sonst. Das sind nämlich auch ganz oft beabsichtigte Sachen. Beim zweiten Lesen solltet ihr euch deutlich mehr Zeit lassen und euch mit der Struktur des Textes beschaffen. Das heißt, erfassen, gibt es irgendwelche Leitmotive, die sich durch das Gedicht ziehen? Gibt es irgendwelche Wiederholungen, die immer wieder kommen? Gibt es Diskrepanzen in den Zeilen, also dass die erste Strophe nur 4 Zeilen hat und die andere 6 Zeilen? Oder gibt es irgendwelche Widersprüche zwischen den einzelnen Strophen und den Sachen? Diese Sachen solltet ihr in der zweiten Lesung wirklich erfassen, um die komplette Struktur des Gedichts aufschreiben und notieren zu können. Und danach könnt ihr euch damit auseinandersetzen, wie passt denn jetzt diese Struktur zu den inhaltlichen Sachen im Gedicht, wo die Interpretation tatsächlich beginnt. Beim dritten Lesen geht ihr nochmal das Gedicht durch und versucht es jetzt als Gesamtkonzept zu erfassen. Also was sagt dieses Gedicht im Insgesamten aus und wie wird das im Detail tatsächlich ausgedrückt. Das sind erstmal meine Tipps zum Deutschabitur, beziehungsweise eigentlich Delias Tipps zum Deutschabitur, weil das nicht so wirklich mein Fach war. Ich hoffe, dass die Sachen hilfreich sind. Wenn ihr andere Tipps habt und weitere Sachen nochmal wisst vom Abi oder jetzt irgendwas anderes entdeckt habt, was super gut funktioniert, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin immer total neugierig zu hören, was ihr so für Kommentare, Anmerkungen und Tipps habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne ein Like hinterlassen, und wenn euch das Thema gefällt, könnt ihr natürlich auch gerne subscriben, damit ihr auch die anderen Abi-Videos nicht verpasst. Dann sehen wir uns bald. Bis bald!